Hallo, ich bin Yvonne Neubauer von H9Zeit. Wer bist du? Ich bin Per Wieber von talentfrogs.de. Was verbirgt sich dahinter? Talentfrogs ist die erste Jobbörse für Quereinsteiger, das heißt für alle Menschen, die nach neuen Perspektiven suchen. Quereinsteiger, was sind das für Leute? Warum wollen die ihren Job wechseln? Quereinsteiger sind alle die, die einfach festgestellt haben, dass sie mit ihren Talenten, mit ihrer Lebenserfahrung, mit ihrem Wissen eigentlich auch in anderen Berufsfeldern sehr gewinnbringend für Unternehmen arbeiten können und sich in eine neue Richtung entwickeln wollen. Wenn ich meinen Job wechseln möchte und ein Quereinsteiger sein möchte, wann habe ich die besten Voraussetzungen zum Quereinstieg? Also welche Talente helfen mir da am meisten weiter? Also das Wichtigste ist erstmal, dass du dir deiner Talente bewusst bist, dass man weiß, wo die Stärken liegen, zum Beispiel, ob man sehr analytisch begabt ist, ob man kreativ ist oder sprachbegabt ist. Und besonders, wenn es um nicht fachgebundene Eigenschaften geht, also wie zum Beispiel analytisches Denkvermögen, dann hat man sehr gute Chancen, wirklich in andere Branchen, in andere Berufsfelder auch hineinzuschlüpfen und da Möglichkeiten aufgezeigt zu bekommen. Mhm. Du hast ja gerade schon verschiedene Talente erwähnt. Ich habe auch auf deiner Website gesehen, dass man ja bei dir gar nicht nach einem Job sucht oder nach einem bestimmten Titel, sondern dass du Talente dann aufgeführt hast. Wie funktioniert das genau? Richtig. Also der große Unterschied ist, dass ich halt gesagt habe, ich löse mich komplett von den Branchen und Berufsfeldern und ich möchte halt den Jobsuchenden und den Unternehmen die Möglichkeit geben, über die Persönlichkeitsmerkmale sich zu finden. Das heißt, wenn jemand weiß, er ist unheimlich analytisch begabt und kann sehr gut rechnen, dann gibt es halt bei mir die Kategorie analytisches Denken und wenn man darauf klickt, kriegt man halt die Jobs angezeigt, wo das extrem gefordert ist und das eröffnet halt neue Perspektiven für die Jobsuchenden, die halt branchenübergreifend Möglichkeiten aufgezeigt bekommen. Mhm. Welche Branchen brauchen denn am meisten momentan Quereinsteiger? Wo ist da der höchste Bedarf? Ja, also wir haben zwei sehr starke Branchen, die extrem suchen und Quereinsteiger sehr, sehr gern annehmen. Das ist zum einen die Pflegebranche, aber auch zum anderen die IT-Branche, die wirklich händeringend nach guten, talentierten Leuten sucht. Da haben Quereinsteiger aktuell sehr gute Chancen, wenn sie das richtige Package mitbringen an der Stelle. Mhm. Was können Quereinsteiger dann besser als andere, also als Leute, die diesen Beruf, die in diesem Beruf eine Ausbildung haben oder das studiert haben? Also der große Vorteil von Quereinsteigern ist, dass sie halt mit einer unheimlich hohen Motivation rangehen, sich in ihrem neuen Beruf, in ihrer neuen Aufgabe zu beweisen. Und wenn man sich aktuelle Studien ansieht, dann hört man immer, ja, in Deutschland seien nur 11% der Menschen motiviert, wirklich hart zu arbeiten und für ihren Job einzustehen. Und Quereinsteiger zeichnen sich einfach dadurch aus, hoch motiviert, sie wissen, wo ihre Stärken liegen, sie sind lernwillig und wissen, begierig. Und das ist das, was ein Unternehmen haben will. Sie wollen Mitarbeiter haben, die wirklich hinter der Aufgabe stehen, die was bewegen können. Und das ist ein großer Vorteil. Mhm. Wissen das die Unternehmen schon? Also ich kann mir vorstellen, dass bei vielen, dass viele Menschen ihren Job wechseln wollen und auch überlegen, was sie machen können. Zum Beispiel auch, weil sie merken, sie sind im Studium unglücklich und sie wollen gar nicht in dem Beruf arbeiten. Aber ist das auch schon bei den Unternehmen angekommen, dass es solche Leute gibt und ist es bei den Unternehmen angekommen, wie sie sie gut einsetzen können? Ja, also es ist relativ gut angekommen. In Deutschland ist es noch so ein bisschen versteckt. Das heißt, es passiert viel durch Zufall oder weil sich Quereinsteiger wirklich trauen, bei Unternehmen sich einfach zu bewerben. Mhm. Und diese Hürde möchte ich einfach nehmen. Und wir haben gute Vorbilder wie die Lufthansa zum Beispiel, die seit Jahren gezielt nach Quereinsteigern sucht. Und ich möchte halt den anderen Unternehmen die Möglichkeit bieten, ja dieses Potenzial mit auszunutzen, um einfach zukunftsorientiert ja ihre Mitarbeiterstrukturen zu optimieren an der Stelle. Mhm. Nun kann ich ja motiviert ohne Ende sein. Nichtsdestotrotz können ja da irgendwie Grenzen in meiner Berufswahl gesetzt werden. Ich habe so das Gefühl, der Zug ist abgefahren, dass ich in diesem Leben zum Beispiel nochmal prima Ballerina werde. Also wo darf man nicht zu illusorisch sein und was ist irgendwie machbar? Ja. Also man muss dazu sagen, wir haben halt in Deutschland schon einige fachgebundene Berufe. Also der Busfahrer wird einfach nicht zum Piloten werden, das geht nicht. Aber es gibt in Deutschland einfach so viele Berufe, die gar nicht fachgebunden sind, wo man nach außen hin eher den Eindruck hat, sie werden es, sind es aber eigentlich nicht. Also es gibt schon viele Möglichkeiten und wenn man weiß, wo seine Stärken liegen, und das weiß man durch Studium, durch Lebenserfahrung, Berufserfahrung und Ähnliches, dann kann man sehen, okay, welche übertragbaren Fähigkeiten habe ich denn in einem anderen Bereich? Und da gibt es dann schon ganz viele Möglichkeiten und dann kommt man zu mir. Mhm. Und dann zeige ich einem auch diese Perspektiven an der Stelle. Welche Branchen brauchen zurzeit gerade am meisten Quereinsteiger? Es ist eigentlich durch alle Branchen hinweg, aber besonders halt Pflege- und IT-Branche sind stark betroffen, aber auch im Servicebereich wird unheimlich viel gesucht. Mhm.
Gibt es auch Branchen, die Bedarf an Quereinsteigern haben, wo man das gar nicht vermutet? Also braucht der öffentliche Dienst zum Beispiel Quereinsteiger? Der öffentliche Dienst ist eigentlich ein gutes Beispiel. Die haben bereits sehr, sehr viele Quereinsteiger, weil das wirklich im größtenteils nicht fachgebundene Berufe sind. Es geht viel um Verwaltungsberufe, um unterstützende Dienstleistungen im öffentlichen Bereich. Und dafür ist es nicht notwendig, dass man das Diplom XY in der Tasche hat, sondern dass man sich der Aufgabe stellt, dass man eine gute Erfahrung mitbringt und eine gute Motivation, das zu machen. Und da gibt es zum Beispiel ganz viele Möglichkeiten, die einfach vielen noch gar nicht so bewusst sind. Und ja, an der Stelle sind gute Chancen gegeben. Okay. Bist du eigentlich quer eingestiegen? Ich bin jetzt mit meinem Job quer eingestiegen. Mhm. Ich bin eigentlich Kaufmann, habe keine Ahnung vom Internet gehabt bis vor kurzem, habe mich da jetzt auch neu reingedacht und ja, von daher selbst ein Quereinsteiger in der IT-Branche und ja, ich weiß, wovon ich rede. Okay. Wie ist dieser Quereinstieg dann zustande gekommen? Also was war deine Motivation oder hattest du irgendwie ein prägendes Erlebnis oder wie ist es zu Talent Frog gekommen? Ich habe die letzten 12 Jahre für einen großen deutschen DAX-Konzern gearbeitet und war die letzten 2 Jahre in Neuseeland. Und da ist einfach der Quereinstieg sehr gängig. Also wenn ich mir meine Mitarbeiterstruktur da drüben angesehen habe, fast 40% waren Quereinsteiger. Und als ich zurück nach Deutschland kam, habe ich gedacht, boah, ich muss was machen. Ich möchte den Menschen hier die Möglichkeit geben, auch ja, sich zu verwirklichen und den Unternehmen auf der anderen Seite dieses unheimliche Potenzial dieser motivierten Leute zu nutzen. Und ja, so ist es dazu gekommen. Also eine durch Neuseeland inspirierte Idee, hier in Deutschland mal etwas zu bewegen. Okay, ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview und hebe den Propfen auf, der auf dieses Mikrofon gehört. Vielen Dank. Dankeschön.